Hey Leute, hier ist Hunted. Ja, nachdem wir die Gilde ja gegründet haben, nee, ihr habt das Video jetzt noch gar nicht gesehen, wo ich das hier schon aufnehme. Ja, werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Aber ich wollte als nächstes in die Arena gehen, nachdem wir gestern einen Kampf gewonnen haben, einen Kampf verloren. Ist unsere Power jetzt ja auf jeden Fall stärker geworden. Ich hoffe, damit kann man ein bisschen voran. Ja, wir haben jetzt hier 1319 Medaillen. Kriegen 60 pro Stunde, korrekt. Ja. Mal gucken, was wir. Können wir damit schon irgendwas kaufen hier? Naja, so viel. 7500. Naja, die oben Sachen sind natürlich sehr teuer. Also, wir könnten jetzt nach einem Tag tatsächlich hier schon Items kaufen. Aber ist mir noch nicht ganz klar, für was, ob wir die wirklich sinnvoll brauchen. So, wir gucken mal. Unser Rang 2900. 97, dass wir hier ein bisschen vorankommen, aber boah, wenn ich in die Power-Level hier sehe. Ich nehme uns erstmal einen vermeintlich einfachen Gegner, mal gucken. Wir wandern hier ein bisschen voran. Fünf Kämpfe können wir heute machen, okay. Okay. Okay, scheinbar haben wir gerade verloren. Gucken wir uns mal ins Lock, loose. 10 Hours, okay. Ach so, vielleicht war die Liste nicht mehr die aktuelle oder so. Aber ändert ja eigentlich nichts. Your rank changed. No. Dysfunction? Lock? Warum kann man den Kampf nicht machen? Da ist unser Rang. Das verstehe ich nicht so ganz, warum ich, wo da das Problem ist. Instruction View Mage, interessiert uns das? Können wir uns dann nochmal angucken? Machen wir es nochmal so. Open, close. Ah, okay, jetzt ging's. Ja, wenn ihr nicht kämpfen könnt, müsst ihr nochmal öffnen, schließen, dann wechselt es. Das kämpfen wir natürlich gegen jemanden, der nicht so viel weit vor uns ist. Aber okay, wir wollen auf jeden Fall die 5 Arena-Kämpfe machen, um uns ein bisschen hier zu verbessern. Aber wenn ich schon gesehen habe, sind da einige mit ganz schön viel Power direkt in unserer Nähe. So, da hat er sich schon verwandelt. Da haben wir schon wieder rausgehauen. Ja, okay, wir hatten glaube ich auch deutlich mehr Macht oder Power. Das haben wir gepackt. Hoffe ich mal. So, was gab es denn als Belohnung? Wir sind ein bisschen aufgestiegen. Ja, aber nur 10 Plätze. Okay. Okay, aber das war der erste Kampf, den wir eigentlich gar nicht in der Form machen wollten. Zack. Arena, nächste. Ja, 3 Medaillen. Wir sind immer noch bei 60 die Stunde. Ich würde ja gern. Ja, wir versuchen hier mal noch weiter nach vorne zu kommen. In der Hoffnung, dass wir uns nicht wie gestern durch die Power verleiten lassen, dann doch ziemlich starken anzugreifen. Okay, wir machen beide das Gleiche. Aber es sieht gut aus. Wir haben scheinbar besseres Equipment. Oder unser Avatar höher oder unser Skills höher. Ich glaube, jetzt hat er sich schon verwandelt, oder? Nö, doch, hat er sich schon verwandelt. Okay, es sieht gut aus. Ja, die Fähigkeit, unsere Nahkampffähigkeit, der haut ungemein rein. So, jetzt sind wir bei den letzten 100 HP. Ist natürlich lustig, wenn KI gegen KI kämpft, die gleichen Klassen, dann entscheidet er eigentlich wirklich nur die Charakterstärke, HP-Pool, Equipment, eigentlich Equipment. Und wir sind ein bisschen aufgestiegen. Okay, super. Aber scheinbar gibt es für jeden Kampf, also nicht für jeden Kampf, eine Belohnung. Wir kriegen dann nur, wenn wir eine bestimmte Anzahl. Okay, 2 Medaillen. Wir kriegen immer noch 60 Medaillen die Stunde. Okay. Okay, ja. Wir wollen hier noch weiter nach vorne.
Also, wir nähern uns der 12.000er Platzierungsmarke. Gut, wenn wir den Kampf gewinnen. Aber das sieht auch sehr, sehr gut aus. Ja, das passt. Den Kampf schlagen wir. Okay, also Arena ist eher wirklich was Passives, wo man vorher, na gut, man kennt, man muss sich die Klasse angucken und muss dann mal schauen, ja, welche Items hat er. So richtig mit Skill Arena ist es leider nicht. Würde ich jetzt mal so behaupten, weil wir können weder eingreifen, jede Klasse hat ihre Standardfähigkeiten. Boah, ist eher ein nettes Zubrot, das mit allen dann immer weitergibt. Muss man mal gucken, was wir dafür kaufen können. Okay. Ja, die sehen hier alle sehr stark aus. Der sieht hier noch schlagbar aus. Versuchen wir unser Glück mal hier. Ich glaube, gestern haben wir gegen so einen Assassiner gut verloren. Können wir in irgendeiner Form. Was haben wir hier noch? Aha, hier können wir die anderen Avatare wählen, wenn die was verwandeln wollen. Wenn wir welche hätten, Auto-Bild, den können wir es irgendwie ausstellen. Nö, also Einfluss nehmen können wir leider nicht. Das wäre natürlich schön, wenn wir gegen eine KI gekämpft hätten, aber selber unseren Charakter hätten steuern können. Ja, jetzt kriegen wir auch noch ordentlich Schaden rein. Aber wir müssen sie jetzt hoffentlich mit unserem Special hier platt machen. Naja, das ist ja die KI, fliegt weiter geradeaus, anstatt versuchen am Gegner zu bleiben. So, aber jetzt ist auch vorbei. Ja, läuft gut. Läuft gut, Arena. Ich hätte gern noch geschafft, einen Sprung vom Boni, dass wir ein bisschen mehr kriegen die Stunde. So. Ja, wir haben uns schon 600 Plätze vorgearbeitet. Okay, da sind wir wieder in der Stadt. Ja, wir haben zwei Medaillen bekommen und machen noch einen Arena-Kampf auf jeden Fall. Ah ja, jetzt den 6000er. Dann haben wir zumindest die 12.000er Marke heute noch geknackt. Flügel. Ich war vielleicht etwas vorschnell. Flügel haben wir in dem Levelbereich ja noch nicht. Na, mal schauen, was uns da erwartet. Ah, nee, ich sehe keine Flügel. Na gut, aber die Attacke ist nach wie vor gut rein. Na, hauen wir ein bisschen weg, okay. Immerhin reicht hier unser Mana aus. Okay, da hat er sich schon verwandelt. Also sieht ganz gut aus. Ah, jetzt kommt genau das Special. Zieht mir ordentlich was an Prozent ab. Ja, ich denke, es sieht ganz gut aus. Es ist ja schon wieder raus aus seiner Gestalt. Hat 94% Leben. Jetzt gehen wir rein. Also da haben wir die 12.000er Marke geknackt. Okay, dann sind auch noch mal raus. Also da hat schon gut was ausgehalten. Wir sind in die Gestalt rein und wieder raus. Aber wir haben es geschafft. Und mal gucken, ob es sich gelohnt hat. Dass wir ein bisschen mehr Punkte kriegen die Stunden. Aber ich glaube es nicht. Arena nochmal, eine Medaille. Ne, Medaillen 60 die Stunde immer noch. Aber wir haben uns verbessert. Also Ziel schon mal erreicht. Gucken. Können wir noch eine Quest machen? Was machen wir noch? Noch zum Abschluss. Wir müssen noch mindestens einmal hier richtig spielen. Okay. Das können wir nicht gleich machen. Hier ist kein Timeout mehr. Machen wir einmal noch hier und holen uns noch ein paar Soulstones.
paar Souls für unser Monster. Okay, da sind schon die ersten Viecher, dann können wir hier unsere Fähigkeit reinhauen. Das nach wie vor meine Trainingsfähigkeit. Weg. So, ich glaube, das war die letzte Gruppe und dann müssen wir hoffentlich wieder ordentlich von den Souls kriegen. Genau, finish now. Können wir später nochmal. Ach nee, das war Erfahrung, genau. Vielleicht schaffen wir Stufe 21, da war es. Level up. Noch ein Level up zum Finish. Perfekt. Gucken wir es mit Stufe 21, ob was Besonderes haben. Wir können Skill wieder erhöhen. Und irgendwas, irgendeine Fähigkeit lernen. Okay. Ja, soweit von mir. Euer Mantel. Tschüss.